irgendwo in den Alpen. So, so. Sie sind also Agentin Grazia von unserer kanadischen Zweigstelle? Keine Namen, bitte. Ich reise doch inkognito. Falsch. Sie reisen gerade mit mir durch die Alpen. Was haben Sie denn da? Etwas sehr Wichtiges aus einer Stinkomülltonne. Natürlich ist es stinkig, wenn es aus einer Mülltonne kommt. Sie brauchen ein Hobby. Nein, Sie verstehen nicht. Stinko wie superfiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Aber natürlich, unsere bösen Gegenspieler. Spy Fox, Sie müssen diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich denke, ich werde diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Oh, und hier ist noch ein Gerät von Professor Quack. Könnte nützlich sein. Was ist das? Instant Shear. In dieser kleinen Pille steckt ein paar Shear. Sie brauchen nur Wasser dazu zu geben. Aber was in aller Welt soll ich mit Shiern? Das hier ist kein Urlaub. Ich bin im Dienst. Möglicherweise brauchen Sie sie, um diesen Bösewichtern zu entkommen. Viel Glück, Spy Fox. Bösewichter? Habt ihr Wasser? Ich darf hier nicht lange bleiben. Ist zwar ein nettes Hütchen zum Urlaub machen, aber ich muss diese Tüte so schnell wie möglich ins Hauptquartier bringen. Und damit herzlich willkommen bei Spy Fox 2, einem weiteren Point-and-Click-Adventure hier auf dem Kanal. Und nein, euer Bildschirm ist nicht kaputt, sollte die Grafik nicht jetzt hier Ultra 4K HD hast du nicht gesehen sein. Das Spiel ist schon ein bisschen älter und ich weiß gar nicht, ob wir hier tatsächlich ein Zeitlimit haben. Aber ja, ich habe gedacht, das können wir mal machen. Den Teil kenne ich tatsächlich auch nicht, denn den ersten Spy Fox Teil, den ihr auch hier auf dem Kanal findet, den kenne ich in- und auswendig, aber den hier kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Okay, ein Drache, der Marshmallow spielt. Immer noch der Drache. Mit angebrannten Marshmallow. Jetzt hat er ein Würstchen. Okay. Was haben wir hier? Eine Maus mit einem Besen. Okay, eine tanzende Maus. Alles klar. Auch ja, das ist wieder die. Gut. Sehr schön. Ein Schwan. Was kriegen wir noch? Ein Toastbrot. Okay. Ein Bäumchen. Das ist wieder der Schwan. Würstchen. Toastbrot. Okay, jetzt scheint es sich zu wiederholen. Okay, das passiert mit dem Schaufel. Ein Eimer voll Wasser. Wie praktisch. Ich darf keine Zeit verlieren. Diese Tüte muss so schnell wie möglich ins Hauptquartier. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal die Instanz hier und schmeißen sie in den Eimer. Wasser, tu dein Ding. Plup. Die Instant-Shear sind jetzt aufgegangen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns... Damit kann nichts mehr schief gehen. Jetzt wird gebrettert. Machen wir uns auf die Socken. Natürlich just im richtigen Moment. Der Fehler, der eine hatte gerade ein Snowboard. Wo soll's jetzt lang gehen? Ich würde mal sagen hier, ne? Weil da sind ja die beiden. Ja, Entschuldigung. Welcher Weg ist der beste? Ich würde sagen der hier. Wie auch immer du mit Skiern aufwärts schlittern. An diesen Schlägertypen komme ich auf Skiern bestimmt locker vorbei. Okay. Okay. Welcher Weg ist der beste? Der? Hihi.
keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist. Perfektes Timing. Oh oh. Haben Sie mich schon vermisst, Chef? Ich vermute, Sie haben die Mülltüte schon durchsucht. Was haben Sie gefunden? Ein Modellbausatz im Maßstab 1 zu 1000 für einen bösen Roboter. Auf der Schachtel steht, weitere Teile benötigt. Das wäre ein guter Titel für eins meiner Abenteuer. Auf dem Adressfeld steht, an Kakerlake, Chateau Kakerlake, Expo. In der Schachtel liegt noch ein Bauplan. Nehmen Sie ihn lieber mit, Spy Fox. Wow, endlich mal wieder was zu lesen. Falls Stinko tatsächlich dahinter steckt, haben wir mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nehmen Sie sich diese Expo mal unter die Lupe. Monkey Penny und Quark warten in der mobilen Einsatzzentrale auf Ihren Einsatz. Bin schon unterwegs, Chef. Spy Fox, alles okay? Durchgeschüttelt, aber nicht gerührt, Monkey Penny. Sieht aus, als ob wir eine Menge Arbeit bekommen. Ja, ich glaube, Stinko plant irgendetwas Großes, Monkey Penny. Und Sie, ich und Professor Quack müssen der Sache auf den Grund gehen. Mhm. Tja, vielleicht auch nur Sie und ich, Monkey Penny. Ich habe den Bauplan aus dem Stinko-Müllbeutel mitgebracht. Aber natürlich, alle Müllbeutel sind stinkig, Spy Fox. Nein, Monkey Penny, nicht stinkig, sondern Stinko. Die superfiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Unsere fiesen Gegenspieler. Am besten, Sie lassen den Bauplan hier bei mir. Dann können Sie jederzeit einen Blick drauf werfen, wenn Sie bei uns in der mobilen Einsatzzentrale sind. Bitte. Und Sie wissen ja, mit Ihrer Spionuhr können Sie mich jederzeit anrufen. Mhm. Denken Sie an unseren Spiongerätautomaten, Spy Fox. Darin sind viele neue Geräte, die Sie ausprobieren können. Ich bin sicher, dass Sie dort allerfeinstes Spiongerät finden. Besten Dank. Na gut, fangen wir also an. Zuerst werde ich diesem Herrn Kakerlake im Chateau Kakerlake einen Besuch abstatten. Okay. Man hat auf jeden Fall, finde ich, weniger Hinweise jetzt für den Anfang als beim ersten Teil. Okay, Monkey Penny spielt mit ihrem Aufzug darum. Ich habe eine neuartige Schreibmaschinenrakete entwickelt, aber sie funktioniert nicht richtig. Dann sollten Sie sie feuern. Oh Gott. Was gibt's denn da? Okay, das sieht aus wie Schlittschuhe. Mhm. Eine Granate als Ananas. Mhm. So, okay, wir nehmen erstmal nichts mit, da kann man auch irgendwas machen. Wir gehen einfach mal los. Sehr unauffällig auch. Okay, der kann mit Golfschlägern schießen. Alles klar. Welteingang Expo. Steht Weltexpo-Eingang. Genau, dann gehen wir doch da direkt mal hin. Chateau Kakerlak. Entergänge. Oh, guck mal, da ist schon ein Riesenroboter. Da steht Weltexpo. Knochen. Wird Ihnen als Wachmann hier am Hintereingang eigentlich niemals langweilig? Oh nein, Langeweile kenne ich nicht. Kommen wir denn einfach Hintereingang. Entschuldigen Sie, mein Herr. Bitte, was ist das Problem? Tja, ich will nicht übermäßig unhöflich erscheinen, aber ich darf Sie auf keinen Fall durch den Hintereingang ins Gebäude lassen. Aber warum nicht? Nur Kassierer mit korrektem Ausweis haben hier freien Zutritt. Sehen Sie? Auf dem Ausweis muss Kassierer stehen und auch das Foto muss stimmen. Ich muss meinen Ausweis verloren haben. Können Sie mich nicht trotzdem reinlassen? Ich bedauere wirklich vielmals, mein Herr. Tut mir leid. Okay. Dann muss ich wohl mal überlegen, wie ich an so einen Ausweis herankomme. Dann, wir gehen einfach mal drumherum.
Foto gratis. Ha, ein Fotoautomat. An solchen Dingern kann ich einfach nicht vorbeigehen. Kleidung, Ringer. Kellnerin. Golfspiel. Tourist. Kassierer. Ah ja. Männer. Zahnarzt. Frank. Stadion. Da steht keiner. Okay, dann machen wir mal ein Foto. Nicht gerade meine Schokoladenseite. Aber wir nehmen das erstmal mit. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Haben wir hier auch rein? Ah, da geht's auch. Hm, hier ist geschlossen. Ah, okay. Absolut unmöglich, da hineinzukommen. Okay, dann gehen wir mal. Ich kann es auch nicht schnell machen. Zurück zur mobilen Einsatzzentrale, die so ausgesprochen. Hey, das Gerät sieht echt cool aus. Ist das so ein Computer, der dir zeigt, wie du in 50 Jahren einmal aussehen wirst? Es ist ein Ausweisautomat, selbstverständlich von mir persönlich erfunden. Damit kann man falsche Ausweise drucken. Phänomenal. Wie funktioniert das Ding? Sie geben ein Foto in das Gerät ein, wählen einen Job aus und einen passenden Namen und drücken dann einfach auf Ausweis drucken. Und schon ist der Ausweis fertig. Sehr gut. Absolut genial, Herr Professor. Und was ist, wenn ich einen Ausweis gemacht habe, meine Meinung ändere und einen neuen brauche? Wenn der Ausweis Ihnen nicht gefallen sollte, dann machen Sie einfach einen neuen. Ändern Sie einfach den Namen und den Job und dann geben Sie ein neues Foto ein. Okay. Klicken Sie auf Ausweis drucken und die Sache läuft. Das macht bestimmt Spaß. Falsche Ausweise dürfen natürlich nur von Geheimagenten gemacht werden. Und auch dann nur, wenn es nicht anders geht. Genau. Okay, also. Hubschrauber. Pilot. Kassierer. Ja. Christoph. Christoph, der Kassierer? Klingt gut, oder? So, geben wir das Foto hier rein. So, jetzt kann ich den Ausweis drucken. Guck mal, was gibt's noch? Rudi. Nicola. Charlie. Rainer. Marie. Robert. Nadja. Muriel. Christoph. Ich finde, Christoph der Kassierer klingt gut. Professor Quacks Maschine funktioniert perfekt. Schon ist mein Ausweis fertig. So, nee, nehmen wir direkt das mit. Das Ding wird mir bestimmt viel nützen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal, ob wir reinkommen. So. Oh, klingt gut. Wie wär's damit, mein Herr? Ein Ausweis für Kassierer. Na also, ich freue mich, dass Sie ihn gefunden haben. Lassen Sie mich raten. Er lag bestimmt in Ihrem Auto. Ja. Ganz genau. Sie sind ein Hellseher. Tja, tut mir leid. Ich bin spät dran und im Restaurant wartet viel Arbeit auf mich. Oh, aber natürlich. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich werde den Ausweis für Sie aufbewahren, Christoph. Sie sind ein guter Wachmann. Einen schönen Tag noch. Und arbeiten Sie nicht zu viel. Okay. Okay, da geht's wieder raus. Was für ein toller Ofen. Dürfte ich mal etwas backen? Tut mir leid. Laut Sicherheitsvorschrift für Großküchen darf nur ein ausgebildeter Chefkoch den Backofen benutzen. Sie sehen absolut nicht wie ein Chefkoch aus. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Hopp, hopp, hopp. Alles. Was? Ah ja, ich mache hier diese kleinen Spielereien. Was machen Sie, wenn die Butter zu hart zum Backen ist? Na, Marmorkuchen natürlich. Oh Gott. Rühr, rühr, rühr. Mhm. Hopp, hopp, hopp. Ah, Napoleon Kakerlake. Ich hätte mir denken können, dass Sie sich mit Stinko verbunden haben. So, so. Das Spionagekorps hat also den berühmten Spy Fox geschickt, um meine Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft zu verhindern.
Weltherrschaft? Ach ja, natürlich. Ha! Da Sie als einer der wenigen mein Genie verstehen können, erkläre ich Ihnen jetzt meinen gesamten Plan mit allen widerlichen Details. Ich habe nämlich den Maßstab des Robohund-Bausatzes von Stinko umgekehrt verwendet und einen bösen Robohund im Maßstab 1000:1 gebastelt. Und wo in aller Welt verstecken Sie dieses Monstrum? Sie dummer kleiner Agent! Sie stehen darin! Aber natürlich, Sie haben den Robohund als Hauptattraktion der Expo getarnt. Mit eingebautem Restaurant. Man muss doch essen, Nespa! Kommen wir jetzt zu den technischen Details. Die Besucher der Expo ahnen nicht, dass sie mit jeder Umdrehung des Drehkreuzes am Eingang den hochkomplizierten Antriebsmechanismus des Robohundes wie eine Uhr aufziehen. Wenn der millionste Besucher das Drehkreuz passiert, wird das Federwerk voll aufgezogen sein und der Robohund kann sein zerstörerisches Werk beginnen. Sobald ich den Robohund entfessele, werden mich alle Staatsoberhäupter der Welt um Gnade anflehen. Der Robohund ist nicht aufzuhalten. Und warum? Weil er keinen Ausschalter besitzt. Ja, ich habe diesen dummen kleinen Schalter ausgebaut und hier auf dem Expo-Gelände so gut versteckt, dass Sie ihn niemals finden werden. Sind Sie da so sicher, Kakerlake? Selbst wenn Sie ihn finden, brauchen Sie noch immer den Aktivierungscode, um den Schalter auf auszustellen. Mhm. Und selbst wenn Sie den Ausschalter hätten und den Aktivierungscode kennen würden, wäre es völlig unmöglich, an der raffinierten Sicherheitsvorrichtung vorbeizukommen, welche sich in der Achillesferse des Robohundes befindet. Mhm. Und nur von dort aus kommt man an den Steuermechanismus des Robohundes. Geben Sie auf! Monsieur Le Fuchs, Sie werden mich niemals besiegen. Was mit deinem Auge los? Und Sie können mich nicht einschüchtern, Kakerlake. Nein? Wie schade. Dann sage ich nur noch ein Wort. Adieu. Diese Riesenbeißerchen lassen darauf schließen, dass ich mich mitten im Maul des Robohundes befinde. Wie peinlich. Ich muss hier einen Weg herausfinden, um diesem Kakerlake endlich das Handwerk zu legen. Wenn ich doch bloß an dieser Feuerleiter herankäme. Okay. Mit dieser Sprechblase kann ich mehr über Kakerlake herausfinden. Ich möchte kurz anmerken, dass die Stimme von Herr Kakerlake die gleiche Stimme ist wie von Herrn Ochs aus dem ersten Teil. Das ist gerade ein bisschen irritierend für mich. Ich bin froh, dass Kakerlakes Handlanger hier gepfuscht haben. Sie haben vergessen, ein paar Zahnräder einzubauen. Okay. Dieses Getriebe wird ohne die fehlenden Zahnräder ja, nicht funktionieren. Ja, ja, ist ja gut. Wo wohl dieses Zahnrad hingehört? Nein, das ist zu klein. Dieses Getriebe wird ohne die fehlenden Zahnräder nicht funktionieren. Und da ein kleines? Dieses Zahnrad muss hier irgendwo hineinpacken. Es funktioniert. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. Okay, sonst? Okay, ich habe jetzt irgendwie mit was angerechnet. Wie wäre es mit einem Sprichwort? Kleine Zahnräder öffnen große Zähne. Hm. Und wieder einmal bin ich einem Großmaul entkommen. Jetzt muss ich die Welt vor diesem widerlichen Kakerlake retten. Mein Spion nur piept. Ich geh mal lieber ran. Bitte warten.